Vielleicht bleibt die Mama ja doch noch im Nest, denn am nächsten Morgen fand ich sie dort vor. Dann muss sie aber sehr, sehr spät nach 22 Uhr auf ihre Jungen schlüpfen. So, dann hier mal wieder der Blick ins Nest am Morgen. Ich habe das Gefühl, es werden immer weniger kleine. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wo die anderen denn bleiben und was damit passiert. Also im Moment sehen wir vier. Was ist mit 5 und 6 geschehen? Aber die sehen doch schon putzig aus. Nur die Augen scheinen noch nicht auf zu sein. In den Schnäbeln wird immer mehr, aber im Moment sind ganz viele Warnrufe zu hören, denn hier treiben sich Elstern rum. Ihr Babys, man hört euch ja manchmal schon. Hören bedeutet, dass ich jedes Mal, wenn Mutter und Vater ordentlich gefüttert haben und die Kleinen wohl runterschlingen, klopfen höre, was daran liegen muss, dass die Schale aus Alu ist und sehr wahrscheinlich kommen die dann mit ihren harten Schnäbeln dagegen. Quieken nach Futter tun sie noch nicht. Du bist immer noch die Mutige, die mich ausschimpft und nicht wegfliegt.